Ja, Tagchen, der Christian hier mal wieder. Ich wollte euch von meinen Updates für 2018 erzählen und euch ein paar Sachen an meinem Auto zeigen. Ja, grundlegend hat sich nicht so viel geändert. Viele Leute kennen das Auto ja schon. Aber meine kindheitliche Prägung ist ins Wanken gekommen, als ich die Jungs von TA Technics kennengelernt habe, die mir dann gesagt haben, naja, vielleicht willst du ein Auto ja mal mit einem Luftfahrwerk bewegen, wo wir uns in den Südeinien konnten. Hab dann auch ein Fahrwerk besorgt und eingebaut. Ja, was soll ich sagen, Auto ist Tatsache ziemlich flach geworden, ja, viel tiefer geht es jetzt auch einfach gar nicht mehr. Ja, mit meinen Semis hat es noch nicht mehr geklappt und mit meinen Porsche-Felgen mussten wir uns noch eine neue Strategie ausdenken. Haben dann gesagt, Mensch, an so einem Auto eine klassische Rennsportfelge wäre doch toll. Haben uns dann für eine BBS E50 entschieden, aber im Gegensatz zu vielen anderen, die dann schmal bauen und ihre Räder versenken, haben wir gesagt, okay, wir bauen das Ding fett, ist ja ein Rennwagen, also jedenfalls soll es jedenfalls wie ein Rennwagen sein. Also haben wir an der Hinterachse 8,5x17 montiert mit 185-35, Vorderachse 7,5x17 auch mit 185. Gut, okay, der Reifen ist jetzt nicht so Rennwagen-like, ja. Aber wer ein tiefes Auto haben will, der muss auch mal Kompromisse eingehen. Und wenn ich schnell fahren will, kann ich mir immer noch die Porsche-Räder wieder ranstecken. Also das ist alles Plug and Play möglich. Ja, zu dem Luftfahrwerk, da war ich mir nicht ganz einig, was ich da machen soll. Ich habe dann gesagt, okay, ich will keine herkömmliche Steuerung mit Tasten und mit Uhren. Also ja, gab es nicht so viele Anbieter, die mir gefallen haben. Habe mich dann für eine Airlift-Steuerung entschieden, was das Geld auf jeden Fall wert ist. Die Überwachung ist super und ich habe mit einem Klick habe ich meine Fahrhöhe, lege das Auto einfach ab. Das Auto wird permanent überwacht. Ansonsten im Innenraum ist nicht viel passiert, gab ein paar neue Gurte. Die Schrotgurte, ja, waren einfach nicht mehr zeitgemäß und auch mir viel zu schmal. Habe jetzt auf 3 Zoll 4-Punkt-Gurte umgebaut, weil es mir einfach viel besser gefällt und alles andere war mir ja zu altbacken, sage ich jetzt mal. Ja. So, dann kommen wir zum Kofferraum. Im Kofferraum ist jetzt ein Lufttank verbaut, der so an sich, ja, den es so nicht gibt. Mir war das alles nichts mit einem Zubehör-Lufttank. Das hat alles nicht ins Auto gepasst, das hat alles versaut. Wollte das dann so ein bisschen, ja, dezenter haben und wollte auch den Race-Look erhalten. Deswegen habe ich einen guten Freund gefragt, ob er mir nicht einen Feuerlöscher geben kann, ob er nicht was sagt, was dafür gebräuchlich wäre. Und da die Dinger bis 28 bar halten, gibt es da keine Probleme. Ja, also ist der Feuerlöscher zum Lufttank umgebaut worden, liegt jetzt im Kofferraum. Die Airluftsteuerung wollten wir auch nicht offen zu liegen haben, weil es einfach nicht aussah. Die ist in einem Verbandskasten gelandet. Das ist auch einfach nur, wenn man irgendwo langfährt. Ich will nicht, dass man das sieht. Ich will, dass es ein purer Racer bleibt. Ist hier gut versteckt an der Stelle. Und die Fernbedienung für die Steuerung liegt im Handschuhfach. Ich will da nichts offen haben. Genauso wie beim Kompressor. Den wollte ich natürlich auch nicht offen irgendwo zu sehen haben. Da habe ich mir eine kleine Halterung gebaut, habe mir das ein bisschen was geschweißt und habe den in der Seitenwand versteckt, habe das alles gedämmt und die Leitung einmal quer durchs Auto verlegt, sodass man die ebenfalls nicht sieht. Habe die im Kabelbaum mit eingewickelt, weil es alles, wie gesagt, ich wollte das dezent und versteckt haben. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute dieses Jahr wieder auf diversen Treffen sehe. Wir fahren zum See, da habe ich so viele neue, nette Leute kennengelernt. Und wünsche allen viel Spaß in der Saison, unfallfreie Fahrt und möglichst wenig Schäden.
Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.